Ich weiß nicht, was es mit den Sims ist oder was die Sims mit uns im Inneren anstellen, doch aus irgendeinem Grund führt dieses eigentlich sehr familienfreundliche Spiel dazu, dass wir uns gegenüber unseren Sims sehr familienunfreundlich verhalten wollen. Die Sims locken in uns den Instinkt, Böses zu tun. Gebt es zu, ihr habt alle schon einmal eure Sims im Pool ertrinken lassen, ihn ohne Trinken und Essen in einem Raum eingesperrt, sodass euer Sim praktisch verhungern musste, womit ihr natürlich gar nicht gerechnet habt. Oder ihr habt euren Sim ganz zufällig in den Teich fallen lassen, als er die Piranhas füttern wollte. Das Ganze war natürlich nicht beabsichtigt oder Part eurer Black Widow Challenge. Deshalb habe ich jetzt für euch ein paar Ideen, um in Sims etwas Böses zu tun. Viel Spaß mit dem Video. Erste Idee. Das ist Gunhilde. Eigentlich eine ganz nette alte Frau, eigentlich. Und euer Sim, die ach so liebe alte Frau Gunhilde, braucht etwas Hilfe im Haushalt. Also ruft sie die Nachbarn an, um ihr auf ihrem Grundstück zu helfen. Ihr bittet eure Nachbarn herein, bittet ein Stück Kuchen an und alles scheint normal. Gunhilde braucht ganz zufällig Hilfe im Keller. Ein Toilettenrohr ist verstopft. Für den unglaublich naiven Sim natürlich überhaupt nicht auffällig, denn was könnte in einem Sims 4 Keller wohl sein? Keine Foltergeräte oder sowas. Bestimmt nicht. Also geht ihr zusammen in den Keller. Euer Opfer wundert sich, warum im Keller ein kleines ausgestattetes Zimmer mit Toilette und Leinwand steht, aber da er eh ganz zufällig die Toilette benutzen muss, macht er sich keine weiteren Gedanken. Und geben wir es zu, weil er ein Sim ist und unglaublich naiv von Natur aus. Pro-Tipp, entfernt vorher im Baumodus alle Toiletten aus dem Haus, damit der Sim auch ganz sicher die Toilette benutzen muss. Und dann, während euer Nachbar auf der Toilette sitzt und seine zunächst letzte Freiheit genießt, nichts ahnt, was mit ihm passiert, verschwindet Gunhilde ganz unauffällig wieder nach oben. Und nun ist es Zeit, die Treppe und damit seinen letzten Ausweg in die Freiheit im Baumodus zu entfernen. Euer Nachbar ist nun euer neuer Sklave. Seine Aufgabe ist es nun für euch, den Lebensunterhalt zu verdienen, indem er für euch malt. Denn Gunhilde sieht es als Rentnerin natürlich nicht ein, noch für ihren Lebensunterhalt irgendwie zu arbeiten. Um auch sicherzugehen, dass er fleißig für euch malt und Geld einbringt, eignet sich ein zweiter geheimer Eingang in den Keller. Getrennt mittels einer Wand- und Fensterfront sehr gut, so kann Gunhilde ihn immer wieder beobachten und sicherstellen, dass er auch seinen Aufgaben nachgeht. Erfüllt euer Malsklave nicht mehr seine Zwecke oder seid ihr einfach schlichtweg gelangweilt von ihm, ist es Zeit, Abschied von ihm zu nehmen. Nach und nach werden die Dinge, die er zum Leben braucht, weggenommen. Zuerst seine Dusche, dann die Toilette und zu guter Letzt der Kühlschrank. Den Rest erledigt die Zeit. Aber ihr hattet natürlich keine Schuld daran, denn ihr habt gar nicht geahnt, was mit ihm passiert. Das ist dann auch der Punkt, an dem es Zeit ist für einen neuen Sklaven für Gunhilde. Zweite Idee. Ihr baut ein sehr einfaches, quadratisches Haus. Ohne Farbe, Möbel oder Fenster. Es gibt nur eine einzige Tür in dem Haus. Und im Haus drin gibt es nur einen Kühlschrank und in der Mitte eine Toilette. Nun ist es Zeit, die komplette Nachbarschaft einzuladen ins Haus. Alle rein mit ihnen. Sobald alle im Haus gefangen sind, im Haus drin sind, verschwindet die Tür plötzlich alleine. Oder ihr entfernt sie einfach im Baumodus. Das soziale Experiment beginnt nun. Es ist zu sehen, welcher Sim ohne Scham die Toilette vor der kompletten Nachbarschaft benutzt. Nach und nach werden die Wände immer schmaler, der Platz im Raum immer kleiner, sodass die Sims gezwungen sind, immer näher an diese einzelne Toilette zu gehen und ihren Nachbarn dabei zuzusehen, wie sie ihr Geschäft verrichten. Das Resultat ist eine sehr überfütterte Nachbarschaft, die alle nah beieinander stehen, zu beschämt, die Toilette zu benutzen. Viel lieber machen sie sich in die Hose und stehen nun in ihren eigenen Pfützen. Allen geht es miserabel. Dritte Idee. Ihr habt eure Nachbarschaft so richtig satt oder seid einfach nur in der Laune für einen netten und kultivierten Massenmord, dann ist diese Idee für euch. Ich schmeiß eine Dinnerparty für die komplette Nachbarschaft, weil ihr so großzügige Nachbar seid. Serviert wird natürlich mangelhaft zubereitetes Nigiri-Filet. Ganz zufällig zubereitet auf einen schlechten Herd und mit mangelnder Kochfähigkeit eurerseits. Ihr habt natürlich keine Hintergedanken dabei oder wollt eure ganze Nachbarschaft damit vergiften. Beim Zubereiten gebt ihr euch total viel Mühe und die Geheimzutat, Gift, ist natürlich auch noch drin. Die ersten Gäste treffen ein und ahnen natürlich nichts von ihrem Glück, wart ihr doch immer eine vorzeitliche Nachbarin. Ihr ruft zum Essen und das Essen wird mit Freude angenommen. Zwar macht sich die erste Skepsis breit, weil es doch irgendwie nicht ganz so schmeckt wie in der Erinnerung,
Aber ihr würdet euren Gästen doch nie etwas antun. Doch plötzlich wird es euren Gästen etwas unwohl und es wird ihnen bewusst, hier stimmt eventuell etwas nicht. Aber dafür ist es nun zu spät. Nach und nach geht einer von ihnen an einen besseren Ort. Das Entsetzen ist groß. Aber ihr hattet natürlich gar nichts damit zu tun. Wer könnte denn ahnen, dass ein Nigiri-Filet schlecht zubereitet zu einem Mord führt? Nicht ihr, die zufällig online recherchiert habt. Zugegebenermaßen, es hat ein paar Anläufe gebraucht, bis das Nigiri tatsächlich tödlich war. Also hofft nicht direkt beim ersten Mal auf einen Massenmord. Vierte Idee. Was ihr braucht, ist die größte Menschen, die ihr finden könnt. Gut, eigentlich funktioniert jedes Haus, aber für Videozwecke sagen wir mal, es muss eine Menschen sein. Außerdem sieht die Menschen aus der Galerie sehr gut aus und ich wollte sie euch einfach zeigen. Nun macht ihr ein paar kleine Veränderungen an der Menschen. Und damit meine ich, ihr gestaltet euch den Partyraum. Der Partyraum hat alles, was man sich unter einem Partyraum vorstellt. Tanzflächen, viel Essen, Musik. Ach ja, der Partyraum hat auch noch auffällig viele Kamine, auf denen zufällig viel Papier steht, Teppiche und Feuerwerke. Was könnte hier wohl noch schiefgehen? Ich denke, es ist Zeit, eine Party zu schmeißen. Ja, alle müssen in den Raum. Plötzlich verschwinden alle Türen wie von Zauberhand. Aus der coolen Musik wird plötzlich nervige Kindermusik. Die Kamine zünden sich plötzlich von alleine an. Ihr habt nicht mit eurem Sim da drauf geklickt auf Kamin anzünden. Hoch, es fängt ja plötzlich an zu brennen. Wer hätte damit wohl gerechnet? Ich auf jeden Fall nicht, die zufällig Papier in der Nähe der Kamine gelegt hat. Die Sims, die hier freiwillig in den Raum gegangen sind, haben damit übrigens auch nicht gerechnet. Stellt euch auf einen Genozid ein, denn die Party überlebt wahrscheinlich niemand mehr. Fünfte Idee. Das ist Lisa. Und Lisa ist eigentlich ein ganz normaler Sim. Doch sie hat eine kleine Schwäche. Oder sollte ich sagen, dunkle Schwäche. Den Sensenmann. Schon seit sie ein kleines Kind ist, wünscht sie sich nichts mehr, als den Sensenmann kennenzulernen oder sogar mit ihm eine Beziehung einzugehen. Und dazu hat sie jetzt einen Plan gefasst. Sie freundet sich mit jedem Sim Jochensim an und ist nett gegenüber ihm. Irgendwann lassen sie Lisa dann in ihr Haus einziehen und das ist der Beginn von Lisas Plan. Sie fängt an, die Senioren zu verführen, denn sie möchte sie zu Tode wuhuen. Um endlich die Möglichkeit zu haben, den Sensenmann live kennenzulernen. Dass die Senioren dabei beim Wuhu sterben, ist nur ein Nebeneffekt für sie. Denn sie hat extra die Art des Wuhu als Tod gewählt, damit sie auch beim Spaß sterben. Denn eigentlich handelt sie dabei total altruistisch. Also für sich. Dass sie dabei auch Alleinerbin vom Haus wird, hat sie natürlich dabei auch nicht bedacht. Lehnt sie aber auch nicht ab. Jedes Mal, wenn ein Senior wieder stirbt, versucht sie immer weiter den Sensenmann zu verführen. Da es sich nicht so einfach herausstellt, den Sensenmann zu verführen, mussten leider mehrere Senioren draufgehen. Am Ende wird sie zumindest eine Millionärin vom Erbe der Senioren.